Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute endlich mal wieder mit Sandra. Wir telefonieren viel, sehen uns wenig, was der Saison geschuldet ist. Und vor einer Woche hat mich eine wirklich aufgeregte Mail von ihr erreicht und hat gesagt, Martin, bitte, 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 wir müssen diesen Blog machen. Da passiert in Europa auf europäischer politischer Ebene etwas, das so nicht sein darf. Und da müssen wir versuchen, irgendwie so viele Menschen, wie es geht, zu mobilisieren, dass man da eine Gegenlobby bildet oder eine Lobby bildet. Ja. Erzähl mal ganz kurz, um was es geht. Ja, es ist so, in Europa wird ein neues Gesetz verabschiedet. Das soll sozusagen One Health für Mensch und Tier abbilden. Das heißt also, es geht darum, auf welche Art und Weise die Tiermedizin und die Humanmedizin zusammenarbeiten kann, um zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, diese Antibiotikaresistenzen zu minimieren. Das ist eigentlich von der Sache her schon seit vielen Jahren in der Diskussion. Es sind sehr viele Sachverständige beteiligt, die einen ganz vernünftigen Entwurf hergestellt haben, über den jetzt dann im Europaparlament auch abgestimmt wird. Entgegen dieser Sachverständigengutachten hat aber ein Abgeordneter von den Grünen einen Entwurf eingebracht mit dem Ziel, und so ist es auch in den Pressemitteilungen dargestellt, die Massentierhaltung abzustellen, und zwar mit einem generellen Antibiotikaverbot für alle Wirkstoffe, die auch in der Humanmedizin verwendet werden. Gut, das ist für sich genommen natürlich, ich sage immer, gut gedacht, aber schlecht gemacht, denn wenn das praktisch eingearbeitet wird in die, Gesetzgebung in Europa, bedeutet das in der aktuellen Umsetzung, dass es ein generelles Anwendungsverbot von bestimmten Antibiotika in der gesamten Tiermedizin gibt. Und das ist genau der Punkt, an dem die Tierärzteverbände nicht nur in Deutschland, also sowohl der Bund praktizierender Tierärzte als auch natürlich die Bundestierärztekammer einschreitet, auch auf der europäischen Ebene sämtliche Tierärzteverbände mobilisieren im Moment ihre Mitglieder, also zum Beispiel mich als Tierarzt, genauso wie auch die Patientenbesitzer, um Unterschriften zu sammeln und diese Petition zu zeichnen, die es im Europaparlament gibt, damit eben ein generelles Antibiotikaverbot, es betrifft die Generationen, also zum Beispiel Enrofloxacin und Ceftazidim. Ah, ja. Ja, also das sind alles moderne Antibiotika, die sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin benutzt werden, die wir nach Antibiogramm anwenden. Wir haben für diese Antibiotika Resistenzpflicht. Das hat kein Humanmediziner im Übrigen, sondern wir Tierärzte müssen dokumentieren, dass wir diese Wirkstoffe brauchen. Und wir setzen sie dann eben ein, um nicht nur bei Rindern, das ist ein anderes Thema, sondern eben auch bei unseren Haustieren, den Tieren zu helfen. Aber jetzt muss ich fragen. Ja, frag mal, damit es ein bisschen klarer wird. Ich werde zwar jetzt wahrscheinlich wieder gefoltert und gesteinigt, weil ich dich unterbrochen habe. Nein, das ist richtig. Du sollst schon für Klarheit sorgen. In der ersten Fassung, wie du mir es damals geschrieben und erzählt hast, habe ich das so verstanden, Antibiotika darf bei Tieren überhaupt nicht mehr eingesetzt werden. In der zweiten Fassung, wo du mir es erzählt hast, hast du gesagt, die Reserveantibiotika, die quasi im Waffenschrank liegen, wenn gar nichts anderes mehr hilft, wenn man mit multiresistenten und bla 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 Erregern den Kampf oder in den Krieg zieht. Und jetzt hört es sich für mich wieder so an, dass Antibiotika komplett verboten werden. Klare Aussage, werden Antibiotika komplett verboten? Nicht alle. Welche werden verboten? Alle, die noch wirken. Und was wollen wir mit denen, die nicht wirken? Die nicht wirken, die kann ich dann zwar einsetzen, aber sie wirken dann nicht. Also man schützt die Pharmaindustrie, weil man dann versucht, immer noch mit denen, die nicht wirken, die Tiere dann trotzdem noch irgendwie zu heilen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, die Wirkstoffe sind betroffen, die sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin in der Reserve sind. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, für die Exoten, sind wir eh immer in der Situation der Umwidmung. Das heißt, wir haben ein Medikament des Borgals, Sulfonamid Trimetoprim. Dieses Produkt können wir ohne Antibiogramm einsetzen und der ganze Rest ist sowieso Reserve letztendlich. Zwei Fragen. Ja? Bei Tril kenne ich noch von vor 25 Jahren, ist ein Tier.
für Tiere entwickeltes Antibiotika, richtig, das in der Humanmedizin nicht zum Einsatz kommt. Falsch. Wird auch eingesetzt. Genau, Enrofloxacin, der Wirkstoff, ist auch in Humanarzneimitteln. Aber das Produkt Baitril ist nur für die Tiermedizin, genau, aber es gibt auch ein humanmedizinisches, richtig, Produkt. Gleicher Wirkstoff, unterschiedliche. Darf Baitril dann noch verwendet werden? Nein. Baitril nicht mehr? Nein. Das andere hieß Amikazin, das hat damals so vor 15 Jahren Baitril so ein bisschen abgelöst. Das war aus der Humanmedizin, darf das dann noch verwendet werden? Auch nicht. Okay. Kennst noch ein paar Antibiotika? Du nicht, aber ich schon. Sandra, in den letzten 8 Jahren, wie oft wurde hier Antibiotika eingesetzt? Ich glaube nicht einmal. Null. Nee. Also wir haben hier gar nichts gemacht. Wir haben es auch nicht gebraucht. Aber ich brauche es eben draußen. Und wir sprechen nicht nur von Koi, wir sprechen auch von Hund, Katze, Maus, Meerschweinchen, Vogel, bei Koi habe ich, jetzt ich persönlich nicht gefühlt den Riesenstress. Weil ich weiß, dass man den Einsatz von Antibiotika durch sorgsame Haltung, durch perfektes Management, durch sorgsam fürsorglichen Kauf kann man da relativ viel schon mal im Vorfeld verhindern. Und wir kriegen es hier ja auch hin und meine Kunden kriegen es größtenteils auch hin, das ohne Antibiotika. Und ich glaube auch, die Wirksamkeit bei Wechselwarmtieren ist nicht ganz so hoch wie bei Warmblütern, bei Säugetieren. Du musst jetzt nichts dazu sagen, das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung aus vielen Jahren. Aber für die ganzen Meerschweinchen, Katzen, Mäuse, Hunde, Pferde, da tut es mir natürlich unendlich leid. Auf jeden Fall, und deswegen mobilisieren alle Tierärzte ihre Patienten. Was können wir tun? Gehen Richie, Sie, das wird jetzt von Anfang an eingeblendet, der Link. Change.org, das ist eine Plattform, wo man praktisch Petitionen zeichnen kann, und geben Sie einfach als Stichwort Antibiotikaverbot ein, dann kommen Sie auf die entsprechende Seite. Da können wir gleich eine Landingpage machen, die wir einblenden, die Sie genauso eintippen. Richie, du kümmerst dich darum. Change schreibt sich T-S-C-H-I-N-S-C-H-Change. So, da gehen Sie bitte drauf, genau, und tippen Sie so viel wie möglich. Mir ist ganz wichtig, Sandra hat vorher, das wollte ich hier vor dem Blog noch sagen, hat erwähnt, dass der den Antrag da in Europa eingebracht hat, dass es ein grüner Politiker ist. Wir möchten nicht gegen die Grüne sprechen, wir sind hier völlig unparteiisch, überparteilich. Ganz genau. Das geht nicht darum, es wird in jeder Partei, gibt es Dinge, wo vielleicht, sie hat es auch richtig gesagt, gut gedacht, schlecht gemacht. Genau. Es geht nicht um die Grünen, es geht um gar keine Partei, es geht nur um die Sache. Es geht um Sie und um Ihre Tiere. Und deswegen ist das auch von den Tierärzten keine politische Aktion, sondern es geht darum, dass wir weiter unsere Patienten behandeln können. Und wir Tierärzte sind auch Patienten, wenn wir krank werden. Wenn uns eine Katze beißt oder wenn wir uns einen Keim einfangen von unseren Patienten, wollen wir auch, dass es noch ein wirksames Mittel gibt. Wir haben, denke ich, die Frage der Antibiotikaresistenzen viel, viel mehr im Fokus als unsere Kollegen in der Humanmedizin. Am Ende ist es auch eine ethische Frage. Im Mensch, ja, darf ich helfen, im Tier nicht. Und eben. Geht nicht. Und deswegen zeichnen Sie mit, wenn wir bis Mitte September 500.000 Unterschriften haben, dann hat unsere Petition eine gute Chance, im Europaparlament abgeschmettert zu werden. Ach so, gehört zu werden, klar. Erstmal wollen wir nur gehört werden, und dafür tun wir und die Kollegen alles. Wer von mir besucht wird, darf im Moment live unterschreiben auf meinen Zettel. Aber ich persönlich ziehe eigentlich die Change.org-Seite vor. Es Sie ist quasi der Staubsaugerverkäufer der Antibiotika-Fraktion. Sicher nicht. Drückerkolonne Lechleiter. Sicher nicht. So, wir können hier die Fische behandeln. Jetzt unterschreiben Sie mal hier. Nein, Spaß beiseite. Machen ist ein ernsthaftes Thema. Es ist Machen Sie mit. Für Sie und Ihre Tiere. Genau. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss.